eigentlich alles, was in diesen komischen blauen Kisten ist. 10 Cent Artikel. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Von uns geht's gleich zum Teddy. Die Melina und ich, wir gehen zum Teddy. War ich wirklich schon lange nicht mehr. Mal gucken, was wir da Schönes vor Ort finden. Ich werde so ein bisschen nach Luftballons gucken für die Babyparty. Blau, rosa, vielleicht weiß. Ja, auf jeden Fall blau und rosa. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas für die Party. Ansonsten schauen wir uns einfach nur um. Vielleicht finden wir noch ein bisschen so Bastelzeug. Ich zeige euch die ganzen Kisten. Die haben ja immer solche ganz viele blauen Kisten, wo immer so richtig krasse Angebote drin sind. 10 Cent, 50 Cent, 55 Cent, 1 Euro, 2 Euro. Ich glaube, das war's. Und das ist echt immer recht viel, was die haben. Mal gucken, was sie heute da haben. Wie gesagt, war da wirklich schon lange nicht mehr. Und wir schauen noch, was sie so für Halloween da haben. Vielleicht haben wir so ein paar Süßigkeiten. Ich melde mich, wenn ich dann vor Ort bin. Ich werde das Ganze live filmen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Mega viele Weihnachtssachen. Zum Gucken. Komme sofort. Was denn, Schatz? Eine Schlange. Wir können ja hier gucken, ob die Anti-Rutsocken für dich haben, Schatzi. Bei Kinder, hier ist allerdings nichts. Komm, wir gehen mal eine dahinter gucken. Ja, sowas haben wir doch im Portwell gekauft. Weißt du noch? Die sind ein bisschen stabiler. Die sind nämlich mittlerweile hier oben kaputt gegangen, ne? Unsere 2 Euro. Ja. Guck mal hier. Einhorn. Luisa will jetzt auch mal gucken. Ist das sowas? Ja, der sieht unserem sehr ähnlich. Die Knöpfe und alles, ne? Aber es ist nur einer in die Fall hier. Krass, sieht genauso aus wie unser, nur dass wir zwei solche Knöpfe haben. Ja, wir brauchen blaue und rosane Luftballons. Ja, Melina, nun das Ding geschnappt. Hier ist einer, der hier nicht hingehört. Der lila, der muss weg. Nee, nur blau und rosa. Warte, Schatzi, Luisa hat sich hier was geschnappt. Ja. Blau haben wir hier. Ne, Louis, die nehmen wir. Blau. Wo ist der Fokus? Da. Und rosa da oben. Ja, für die Babyparty. Hallo. Schaut mal, habe ich noch die hier entdeckt. Grün, sind die alle grün? Ja, irgendwie schon. Ich dachte, da gibt es vielleicht einen Junge und ein Mädchen. Nee, da sehe ich jetzt nichts. Na, wir haben ja jetzt ein bisschen was. Jetzt sind wir hier bei Bastelzeug. Komm, wir gucken mal, was wir hier brauchen. Ja. Oh. So viel Glitzer. Was ist das denn? Pokémon. Urlaubsbuch. Alles fällt. Das hab ich. Das hast du, ja. Das habe ich dir gekauft, Schatzi. Ich glaube nicht, dass es bei Teddy war. Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, wir gehen mal weiter. Ja. Das ist alles Bastelsachen. Ja, solche kleine Perlen nicht. Da habe ich immer Angst in der Louis, ne?
Ja. Nee, das brauchen wir nicht. Komm. Die ist ja hübsch. Einhorn. Ja. Wow. Sieht cool aus. Oh, haben die hier jede Menge Sticker. Guck mal, Melina. Oh mein Gott. Ich meine, wir haben noch viele Stickers. Echt mega viele und so richtig hübsche, ne? Dann nehmen wir aber jetzt keine mit. Wie gesagt, wir haben wirklich mega viele Stickers. Das ist auch süß. So viele Bastelsachen. Das ist ein Anspitzer, ja. Stoffe. Auch cool. Wusste gar nicht, dass sie sowas hier haben. Ne? Weihnachten. Richtig cool. Das ist ein Radiergummi, Schatz. Lass es bitte so, wie es war, okay? Wolle. Jede Menge Wolle. Am Eingang habe ich schon viel gesehen. Aber ich glaube, ich habe erstmal genug. Schmulsachen, Schriftgeschirre. Ja, für die Einschulung, ne, war er jetzt schon. Komm, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Für Tiere. Ja. Komm, wir gucken, was hier noch so Tolles gibt. Machen hier einen kompletten Rundgang. Sowjetten, die sind ja cool. Wassermelone. Holen wir uns den Sommer wieder zurück. Habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Finde ich cool. Schmetterlinge. Ja, so welche hast du doch noch. Die müssen wir noch an der Wand anbringen. Was denn? Melina wollte mir was zeigen. Ja, es ist für Hunde oder so, Schatz. Die spielen damit gerne. Komm, wir gehen weiter. Zeig mal. Die kann man so drehen, ne? Wenn man die so reindrückt. So eine habe ich ja mal gehäkelt. Weißt du noch, Melina? Also tatsächlich so eine, die man auch so drehen kann. Ah, die Lu. Gefällt dir, Lu? Guck mal, die ist so süß. Oh mein Gott. Guck mal, Luisa. Ja. Hier haben sie ganz hübsche, aber da sind keine Dinger dran, ne? Ne. Guck mal, die kann ich auch selber machen, ne? Komm, dann gehen wir weiter. Die ist auch hübsch. Guck mal, Luisa. Genau deine Decke. Guck mal, die Melina. Die Luisa hat doch genau so eine. Unsere kam aber aus Portugal. Sie schreit. Sieht aus wie deine Nanane. Oh mein Gott, sieht genauso aus. Wenn man die kaufen könnte, also ohne den, den brauchen wir nicht, Schatz. Sieht aus wie deine Decke, Schatz. Luisas Reaktion. Hallo, die kann man nur so kaufen mit dem Plüsch, ja, willst du haben. Auch süß. Komm, ich glaube, wir müssen weg hier, sonst will die Louis gleich die Decke haben. Wir haben nämlich ihre im Auto gelassen. Was denn? Guck mal, hier liegt ein Hund. Sollen wir den mal hoch machen? Sieht ja nicht aus hier so mitten im Weg, ne? Boah, hat der klasse Augen. Upp. Ja, guck mal, der hat Augen wie du. Schön blau wie deine. Hübsch, ne? Komm mal, guck mal, hier vorne hier ist alles Prozente. Komm, Schatz. Was denn? Ach, Lu.
Jesus-Paket. Ja, das ist auch alles im Angebot. Eigentlich alles, was in diesen komischen blauen Kisten ist. 10 Cent Artikel. Sind gerade bei den ganzen Leckereien. Gefällt dir nicht? Cool? Und Halloween. Die finde ich cool. Melina, sollen wir die noch mitnehmen? Für Halloween. Ja. Ja? Soll ich jetzt nappen? Ja. Guck mal, Melina, die gibt's doch mal beim Kinderarzt. Weißt du? Hast du schon gesehen? Die gibt's immer dort. Und die habe ich früher immer geliebt. Sehr, sehr lecker. Schaut mal, was ich gefunden habe. Die gibt es ja eigentlich, also gab es vorher mal bei Action. Für 1 Euro jetzt hier, für 1,50. Melina macht Quatsch. Wir sind wieder zu Hause, Mädels. So, also ein paar Ballons habe ich gefunden. Wir haben, wir machen heute einen Kinoabend, beziehungsweise Nachmittag, oder Melina? Wir machen das doch jetzt, ne? Die habe ich schon probiert. Ich weiß gar nicht, habt ihr die Video gesehen? Das sind Kaugummis. Die sind echt nicht schlecht. Nur der Geschmack ist schnell weg. Hatte ich nämlich auf dem Weg gekauft. 1 Euro bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Das sind auf jeden Fall einige. Sehen die eigentlich alle gleich aus? Ich glaube, ja. Also, die sind wirklich sehr, sehr lecker. Also mit so, wie man sieht, Saft. Richtig lecker. Kannte ich noch gar nicht. Die hatten ja so ganz viele Süßigkeiten. So Sachen, die ich noch von früher kenne. Wie zum Beispiel Santa Shop. Diesen Lutschfuß. Ich weiß gar nicht, wie der sich nennt. Zuckerwatte haben die Kinder sich ausgesucht. Die grüne durfte mit. 1 Euro finde ich ja mega günstig. Sollen wir mal probieren, Melina? Da gab es ja verschiedene, ne, Melina? Da gab es auch verschiedene von. Das ist für unser Kinoabend. Probier mal. Alles? Ja. Apfelgeschmack. Schmeckt. Schmeckt nach was? Apfel. Mmh. Boah, schmeckt sogar richtig gut. Also ich muss ja ganz ehrlich sein, ich weiß, es ist total ungesund, aber Zuckerwatte und Popcorn, ne? Nachos auch, ja. Ich liebe es. Ich mag es so sehr. Einfach yummy. Wir haben noch ein paar Sachen mehr gekauft. Die haben wir schon weggeräumt. Richtig lecker. Richtig, richtig gut, ne, Melina? Mmh. So, hast du dir schon einen Film ausgesucht? Mhm. Dann geh mal holen. Und sagst du mir. Dann kann ich nämlich jetzt gleich mit den Kindern alles vorbereiten. Machen wir öfters. Habt ihr sicher schon öfters mitbekommen, dass wir solche Kinoabende zu Hause machen. Diesen Film, mal darf der Giano sich einen Film aussuchen, mal Melina. Oft kaufen wir uns auch welche, ein paar neue Filme. Ja, genau. Dieser Film ist aber ab 6 Jahre, Schatz. Du möchtest aber... Ein mutiger Kampf zwischen Gut und Böse bricht über das magische Königreich Shima herein. Shima, heißt das so? Shima Teil 2? Lego? Kenne ich gar nicht. Das ist ab 6 Jahre alt, empfohlen ab 6. Hast du das mit Papa abgesprochen? Ja. Ja? Wirklich? Papa, sagst du, darfst das sehen? Okay. Also, ich achte dann immer wirklich drauf, ne, dass wenn da steht, ab 5, ab 6, ab 7, wie auch immer, dass es tatsächlich dann auch ab dem Alter gemacht wird. Also wenn man, keine Ahnung, ein halbes Jahr jünger ist, gut, ne. Aber ich glaube, so ab 6, was ist denn da, was Melina jetzt nicht sehen darf, ne? Wahrscheinlich, weil es halt um Kampf geht, ne? Die kämpfen da um irgendwas. Die Abenteuer in Shima nehmen kein Ende als Iris und
Achso, sie werden hier beklaut. Please. Allerdings ist es eine fiese Ablenkung. Ja, also es geht ne, um Klauen und Kämpfen. Ich glaube, das ist das, ne? Mach das bitte nicht, Schatz. Gut, wenn, das, wenn der Papa das gesagt hat, ich spreche gleich auch, ich rede gleich auch nochmal mit Papa. Und dann gibt es dann halt dazu Lego-Set zweimal und ein Buch. Ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich glaube von meinem Bruder, sicher bin ich mir aber nicht. Aber gut, wenn der Papa sagt, du darfst das, dann soll es mir recht sein. Wie gesagt, ich bin da. Ich bin da nicht so streng mit, aber hat schon einen Sinn, wieso das da steht, sagen wir mal so. Genau. Na, du bist ja auch fast 5. Ja, ihr Lieben, und sonst, achso, Carlitos ist mit Giano gerade und Luisa, die sind gerade was am Spielen oder am Basteln mit den Kartons noch. Oh mein Gott, die haben immer noch diese riesen Kartons, 2 Stück von 4. Und die sind immer so kreativ, immer jeden Tag was da am Basteln, Malen, Schneiden, Kleben. Ja. Also dann können wir das schon mal mit rübernehmen, ja? Das und das darfst du dann mit rübernehmen. Ich mache noch Popcorn fertig. Die Wasserflaschen. Ich kann das auch halten. Das kannst du auch, ist doch gar nicht so schwer. Und dann machen wir uns gleich im Wohnzimmer gemütlich. Der Jan darf aber auch mal jetzt probieren, ne? Ich brauche hier noch ein bisschen, weil das hier aktuell schaut es so aus. Habe hier noch mein Häkelzeug. Will ich gleich hier alles so ein bisschen gemütlich machen. Dann will ich die Couch ein bisschen schieben, dass wir alle so nach vorne gucken. Heute regnet es ein bisschen. Es regnet, mal kommt die Sonne, dann regnet es wieder. Also es ist total so ein Aprilwetter. Mal die Sonne, dann wieder Regen. Kalt ist es. Ja. Am Häkeln bin ich gerade hier ein Stirnband in schön lila. Du darfst es auch probieren. Was hast du mit deiner Schwester gemacht? Die Luisa weint einfach. Ja, die Luisa war nämlich am Schlafen und der Jan, der war eben so laut, dass die Louis wach geworden ist, ne? Komm, nimm dir da ein Stück raus. Boah, das war ein Jumbo-Stück. Das ist groß. Dann fragen wir den Papa, ob der schon bereit ist für den Abend. Ja, das schmilzt. Das schmilzt, ja. Dann mache ich hier alles schön. Und dann starten wir den Film. Ich wollte das Video jetzt hier auch beenden. Meld mich dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.